Was normalerweise als Mensch ärgere dich nicht bekannt ist, hieß in der ursprünglichen Form Marsch raus und heißt es auch heute manchmal noch so. Man benötigt pro Mitspieler 4 Spielfiguren, jeweils einer Farbe, zum Beispiel blau, grün, gelb, rot. Die sind meistens dabei, einen Würfel. Und man benötigt den dafür vorgesehenen Spielplan. So, hier haben wir den Spielplan. Man braucht außerdem mindestens 2 Spieler, maximal 4 Spieler. Wirklich Spaß macht es mit 2 Personen nicht, aber man kann das Spiel durchaus spielen. Jeder Mitspieler erhält 4 Kegel einer Farbe. Er setzt die Figuren auf den Anfangskreis oder die Ausgangsposition, wie man will, seiner Farbe. Eigentlich ganz klar, gelb gehört auf gelb, grün auf grün, rot auf rot, blau auf blau. In unserem Beispielspiel spielen wir mal nur mit 2 Mitspielern. Jeder Spieler muss unter Berücksichtigung der folgenden Regeln seine sämtlichen 4 Figuren vom Anfangskreis in Pfeilrichtung entlang des Kreuzes in die Endkreise umziehen. Hier sind die Endkreise. Wer zuerst seine 4 Figuren in die Endposition bringt, hier rein, der hat gewonnen. Durch Würfeln werden die Figuren vorgerückt. Vorrücken bedeutet natürlich, man würfelt eine 3 beispielsweise und rückt 1, 2, 3 Felder vor. Man kann und sollte die Figuren des Gegners schlagen, besonders dann, wenn sie kurz vor dem Ziel sind. Zum Beispiel, der hat hier seine Figuren stehen. Mein Blauer steht da. Ich bin am Zug. So, mal angenommen, wir würfeln eine 3. Erkennbar, eine 3. Dann darf der Blaue 1, 2, 3 vorziehen, 1, 2, 3 und würde diesen Stein, diesen gegnerischen Stein schlagen. Der gegnerische Stein kommt wieder in die Ausgangsposition zurück und muss jetzt seinen ganzen Weg noch einmal zurücklegen mit der Figur. Das wird ihn natürlich ärgern. Jetzt haben wir festgesetzt, der blaue Spieler beginnt. Der erste Spieler würfelt und zieht seine erste Figur aus dem Anfangskreis. Würfeln, 3, 1, 2, 3. Entsprechend der Anzahl der Augen auf dem Spielplan weiter. Dann ist der nächste Spieler an der Reihe. Rot würfelt, würfelt ebenfalls zufällig eine 3, beginnt, 1, 2, 3. Jetzt wäre wieder blau dran. Jedes Mal, wenn der Spieler eine 6 würfelt, die Hauptrolle kommt der gewürfelten 6 zu. So oft der Spieler eine 6 würfelt, hat er einen Wurf frei. Jedes Mal, wenn der Spieler eine 6 würfelt, ist er verpflichtet, eine weitere Figur aus dem Anfangskreis in das Spielfeld zu setzen und mit dem zweiten freien Wurf weiter entsprechend der Augen zu setzen. Selbst dann, wenn er eine andere Figur dadurch aus dem Spiel schlägt. Würfelt er eine 6, hat er aber bereits alle 4 Figuren auf den Weg gebracht. Gehen wir mal davon aus, wir sind jetzt schon ein bisschen weiter im Spiel. So. Und der Blaue würfelt jetzt eine 6. Dann kann er natürlich keinen neuen Stein reinsetzen, also nimmt er einfach eine beliebige Figur, die kann er sich jetzt aussuchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das wäre gut, dann ist er schon mal vorbei und dem Ziel ein bisschen näher. Er darf jetzt aber trotzdem noch einmal würfeln, weil er ja eine 6 gewürfelt hat und kann jetzt die 3 beliebig für einen anderen Stein verwenden. Zum Beispiel 1, 2, 3. So, der Rote wäre wieder dran. 4. Der Rote hat jetzt eine 4 gewürfelt, das trifft sich gut. Er kann nämlich jetzt genau mit diesem Stein 1, 2, 3, 4 in das Ziel einlaufen. So, eine weitere Besonderheit, mal angenommen, der Blaue wäre jetzt rausgeschmissen worden von den Figuren des Roten und hätte jetzt alle Figuren wieder am Anfang, meinetwegen sagen wir mal, 2 Figuren hat er schon reingebracht in das Ziel und 2 Figuren stehen hier noch am Anfangsfeld. Dann ist jetzt folgende Situation, hat er keine andere Figur mehr auf dem Feld, muss er unbedingt eine 6 würfeln. Gelingt ihm beim Wurf keine 6, kann er nichts machen und muss den Würfel an den nächsten Spieler weitergeben. Jetzt wäre Rot dran. Rot würfelt eine 3, geht am besten 1, 2, 3 hier rein. So, jetzt ist Blau dran.
Wieder nur eine 5, er kann nichts machen. Hat eine Figur, das äußere Kreuz, umrundet, sagen wir mal so, rückt sie in das Ziel ein. Vorausgesetzt, wenn die exakte Zahl auf die freien Felder gewürfelt wird. Mit einer 3 kann die rote Figur 1, 2, 3 sehr gut reinkommen. So, das wäre die Endposition der Spieler, dass sie am Ende so stehen. Wer das als erstes schafft, der hat natürlich gewonnen.